hören, den musste her. Zwar war er noch recht klein, doch so allein wollt er nicht sein. An einem Nachmittag kam er in eine Stadt. Dort beim Tierschutzverein wollt er ins Clubhaus rein. Das war geschlossen noch, das Würmchen kroch durch Schlüsselloch. Durch Schlüsselloch. Und drinnen angelangt, er bald ein Plätzchen fand. Er macht es sich bequem auf einer Rückenlehne. Präsident, vielleicht ne Würmin für ihn kennt. Ja, ja. Der Abend brach heran, herein kam Mann für Mann, viel Menschen nun im Raum, das Würmchen sah man kaum. Drum dacht es nun für sich, am besten du gehst auf nen Tisch. Und unser Würmchen kroch an einem Tischbein hoch, erreicht nach kurzer Hatz des Präsidenten Platz und melden sich sofort, betreffs der Würmin nun zu Wort. Er wälzte sich voll Stolz auf ein langes, rundes Holz. Hat auf diesem Stück einen besseren Überblick und denkt, hier bleibst du stehen, hier wird der Präsident dich sehen. Er wird dich sehen. Das Würmchen übersah, dass dies der Holzhammer war, der bei diesem Verein jede Sitzung leitet ein. Langsam hupe in die Luft, der Regenwurm nach Hilfe! Ruf. Vergeblich war sein Schrein, als das hölzern Hämmerlein mit polternder Gewalt auf des Tisches Platte knallt. Der Regenwurm war platt und hatte noch kein Wort gesagt. Kein Wort gesagt. Und sonst war sein Bemühen, sein Leben war dahin. Den kleinen nassen Fleck wischte man ganz einfach weg. Und die Moral von der Geschichte: ein Regenwurm verliebt sich nicht. Tja, auch Liebe kann tödlich enden.